In dem Supermarkt Air One gibt es ja dieses Eis für $20 und ich dachte, wir probieren das jetzt einfach mal selber nachzumachen. XXXXL Einkaufshaul. Das ist jetzt einmal hier Tüte Nummer 1. Leute, heute ist der Tag der Tage. Wir machen heute was sehr Spannendes. Ich komme gar nicht klar. Das ist das Süßeste, was ich je gemacht habe. Guckt euch ihn mal an. Müde, dieses Wetter macht mich so müde. Ich dachte, ich gebe euch nochmal vor dem Grillen jetzt einen kleinen DM-Haul. Das oh mein Gott, Leute. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Ich dachte, ich drehe mal wieder einen mit. Heute ist ein ganz entspannter Tag. Ich habe einiges schon erledigt, war schon einkaufen und so. Und ja, da kriegt ihr auch noch einen Haul. Und gerade sind wir beim Grillen. Ich bin jetzt gerade schon so am Schwitzen. Musste mal reingehen, weil es so unfassbar ich hoffe, ihr seid bereit für einen XXXXL Einkaufshaul, weil wir haben echt den Supermarkt leer gekauft dieses Mal. Guckt euch das mal an. Das hat auch schon fast unsere Arme brechen lassen. Diese Tasche ist so riesig. Naja, ich zeige euch jetzt mal die Sachen. Wir haben einige Sachen gefunden, die auch sehr gut für YouTube-Videos sind. Und natürlich habe ich wieder ein paar Aufbackbrötchen mitgenommen. Das ist jetzt einmal hier Tüte Nummer 1. So Joghurte. Ich nehme die auch immer als Eis-Joghurte. Ist das die Mehrzahl? Keine Ahnung. Dann ganz viele so Maultaschen, Tortellini und auch so Dosensachen hier, Gemüse, ganz viele Veggie-Sachen. Die waren alle im Angebot und ich kaufe die mal ein und friere die dann ein. Dann zum Grillen Sachen und ein paar Süßigkeiten, ein paar Soßen und ein paar Snacks. Und das war jetzt noch in der anderen Tüte drin. Wir lieben ja Senf, dann Blaubeeren, Mango, Süßkartoffel, Avocado, Sojamilch. Trauben, Brokkoli, bisschen Gemüse hier. Der Aufstrich ist ja sehr geil, das wisst ihr ja schon. Das muss ich mir auch immer wieder nachkaufen und ein paar Getränke. Ich hatte heute einen richtig schönen Tag. Wir haben den Tag heute mehr oder weniger so ein paar Stunden auf jeden Fall im Freibad verbracht. Haben da auch einige Leute gesehen, die wir schon sehr lange nicht gesehen haben. Da ist man echt manchmal schockiert, weil man die gar nicht erkannt hätte. Und ich habe endlich mein Deutschland-Shirt wiedergefunden. Ich hatte das ja gesucht. Wer mir auf TikTok folgt, weiß das auf jeden Fall. Das ist das T-Shirt, was ich schon zur WM 2014 anhatte. Und mein Vater hat gesagt, das ist auf jeden Fall ein gutes Omen. Werde ich dann auf jeden Fall bei den Deutschland-Spielen demnächst noch tragen. Und der Plan für heute ist auf jeden Fall noch, dass ich meine Nägel machen muss. Dann muss ich noch ein paar Stunden so am Laptop was machen. Und boah, meine Haut, die tut wieder so weh aktuell. Aber man merkt das so krass, wie zyklusabhängig das bei mir ist. Ist einfach heftig. Aktuell kann ich euch echt nicht so viel Spannendes zeigen. Ich habe heute wieder einen ganzen, also einen halben Tag gearbeitet. Dann war ich wieder 2 Stunden im Freibad. Dann war ich gerade nochmal live auf TikTok. Und jetzt gerade habe ich nochmal Eis für meine Mama gemacht. Die wollte nämlich Kirscheis. Ich weiß nicht, wer meine Shorts sich anguckt, hat es schon gesehen. Einfach Sauerkirschen aus dem Glas und Kokosmilch. Und jetzt, ich bin total müde. Dieses Wetter macht mich so müde. Kaum scheint die Sonne, bin ich so und kann schon nicht mehr. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt noch das Spiel gucken. Jetzt spielt auf jeden Fall Belgien. Und ich bin irgendwie lowkey ein bisschen Belgien-Fan geworden, keine Ahnung. Und ich wollte euch nochmal meine Haarklammer zeigen. Die ist einfach ein Traum, oder? Die ist einfach nur süß. Ich finde die toll. Bei mir ist heute wirklich absolut gar nichts Spannendes passiert. Ich habe wirklich nur aufgeräumt, Video geschnitten. Aber ich wollte euch nochmal mein Essen zeigen. Ich habe schon ein bisschen gesnackt. So esse ich irgendwie im Sommer am liebsten. Es geht irgendwie am schnellsten und weiß nicht, tut mir auch sehr gut. Ja, deswegen wollte ich euch das einmal nur kurz zeigen. Ich war tatsächlich nicht schwimmen, obwohl ich ein Bikini anhab. Wir hatten heute den ganzen Tag 30 Grad und es ist kaum auszuhalten. Ja, deswegen bin ich heute einfach im Bikini zu Hause rumgelaufen. Ja, und morgen wird es dann ein bisschen spannender. Ich bin gespannt und aufgeregt. Aber dazu morgen mehr. Oh mein Gott, Leute. Ich habe mir gerade wieder Henna-Sommersprossen gemacht und ich war nochmal live. Das war richtig nice. Wir haben jetzt schon 23 Uhr. Und ich wasche jetzt auch meine Haare. Ich habe die wieder eingeölt. Und ich habe auch mal wieder so, beziehungsweise zum ersten Mal ausprobiert, Henna auf meine Lippen drauf zu machen. Ich weiß nicht, ich hatte erst eine komplette Umrandung und das, ich weiß nicht, meine Lippen wurden taub. Ich glaube, das ist nicht normal. Würde ich also nicht empfehlen, nachzumachen aktuell. Keine Ahnung, mal gucken, wie das gleich aussieht. Ich wollte es ein bisschen natürlicher auf jeden Fall machen. Und ja, jetzt will ich einfach nur noch duschen und ins Bett. Leute, heute ist der Tag der Tage. Wir machen heute was sehr Spannendes, aber wie gesagt, ich will noch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt fertig gemacht. Ich wollte euch mal mein Outfit zeigen. Hoffentlich finde ich jetzt, kann ich das hier irgendwie abstellen. Das ist mein Outfit für heute. Und ich muss sagen, ich bin so happy damit.
Ihr kennt ja das Kleid schon. Und zwar habe ich, ja, wie man sieht, aus einem Kleid einen Rock gemacht. Und ich finde das so toll. Und ich habe heute so viele Details. Hier mit den ganzen Ringen und noch eine Kette angezogen und mal ein paar andere Ohrringe. Das ist mein erster Look. Aber für das zweite habe ich noch ein zweites Outfit dabei. Wir treffen uns jetzt vorher noch in so einem Café. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Der Wind ist ganz schön stark. Ich finde es voll angenehm heute irgendwie. Also da bin ich mit meinem Outfit eigentlich echt auch gut dabei. Ich habe mir einen Parkplatz gesucht und jetzt laufe ich dahin. Ja, und jetzt hier kommt bald der Gang. Also wieder lang. Sag mir, was ist gerade der Zeitgeist? Was habt ihr nicht auf Sport? Ich lasse es wie ein ersten Mal. Und am Ende muss ich. Amos, Amole, Amos, Amole, Amos. Wir gehen ein bisschen nach da vorne. Da ist es autotechnisch ein bisschen ruhiger und die machen dann mehr so Töne. Security-Jungs. Genau, die Security-Jungs. Und jetzt hatte ich noch ein bisschen Zeit und ihr merkt, sie mögen Wasser. Also habe ich den. Ich komme gar nicht klar. Das ist das Süßeste, was ich je gemacht habe. Guckt euch ihn mal an. Ich kann das echt nur jedem empfehlen. Und der ist so entspannt und alles ist so süß. Das ist das Witzigste und Süßeste, was ich gesehen habe. Oh mein Gott. Das dauert aber lang. Ja, der hat viel getrunken. Was mit dir, Maus? Willst du dich jetzt hinlegen? Ach, oder machst du auch Pipi? Ich will jeden Tag mit einem Alpaka spazieren gehen. Wenn die nicht so lange Pipi im Kacker machen würden. Zieh, zieh! Ein Selfie-Stick. Ja, ein Selfie-Stick. Oder Baby, was sagst du dazu? Ja, der Meinung bin ich allerdings auch. Also ich glaube, ich habe mit Abstand das entspannteste Alpaka von allen. Wirklich, der bleibt stehen, wenn ich stehen bleibe. Der frisst nicht, der macht kein Pipi. Einfach der Gechillte. Ist so spät. Immer ja, bis meine Kamera öffnet. Ich hab Angst. Erst füttern oder erst erst füttern oder erst Foto? Oh, jetzt kommt sie. Ich glaube, Sprachstörung. Ja, erst Futter. Kannst du dir auch um die Hand schlingen und zwei Hände voll nehmen. Oh mein Gott! Hilfe, der bringt sich gleich um. Ich glaube, anhand meines Outfits kann man schon ganz gut erkennen, was heute für ein Tag ist. Ich habe heute 2 Stunden in der prallen Sonne gearbeitet. Das war auch schon hardcore. Und jetzt habe ich mich fertig gemacht, denn heute ist das Deutschland-Dänemark-Spiel. Und wir gucken das mit der Family zusammen und machen so ein bisschen Grillen. Wir gucken davor auch schon das, ich glaube, Schweiz-Italien war es, das Spiel. Ich bin ja aktuell, also ich weiß nicht, ob ich das hier schon erwähnt habe, aber ich bin aktuell sehr im Fußballgame drin. Also ich gucke das wirklich sehr gerne und ich habe jetzt safe schon 12 Spiele oder so geguckt. Also ich habe damit auch gar kein Problem, direkt 3 Spiele nacheinander zu gucken. Ich weiß auch nicht, aktuell macht es einfach mega Spaß und ja, ich bin sehr gespannt, wer heute gewinnt. Ich hoffe natürlich Deutschland, aber das wisst ihr ja alle schon, wenn das online gekommen ist. Und ja, da freue ich mich jetzt hinzugehen. Ich finde, das Licht ist hier immer eine Vollkatastrophe. Wir sind jetzt nach Hause gefahren. Wir haben jetzt schon, also erst 22 Uhr, das Spiel geht ja eigentlich bis 23 Uhr. Aber das Gewitter ist halt so krass und das kommt halt gleich hier auch an. Deswegen, ja, dachten wir, wir gehen auf Nummer sicher, bevor wir dann im Dunkeln, im Gewitter nach Hause fahren. Ich bin auch echt froh, es ist so heiß gewesen. Ich will mich einfach nur abschminken und... Wait. What do you like about this girl? I like the way she smiles. She got me staring for a while. Got me staring for a while. Yeah, yeah.
Maybe it's our conversation. She's my favorite notification. She knows how to dress for special occasions. She got me thinking life could be better. These songs start to feel like love letters. I should tell her now, would I ever? It is what it is, man, whatever. Whatever, yeah, whatever. I'm telling you now, I'm telling you now, it's whatever. Whatever, yeah, whatever. I'm telling you now, I'm telling you now, it's whatever. She keeps me close. In the friend zone? Yeah, but I don't mind it too much though. Why? If my feelings don't show, say it ain't so, man. You should know that I've been saying no. But maybe you're the one I've been looking for so long. So long. Ich dachte, ich gebe euch nochmal vor den Grillen jetzt einen kleinen DM-Haul. Das sind so ganz viele Haushalts- und Beauty-Sachen einfach. Und dann zeige ich euch nochmal meine Mini-H&M-Bestellung. Ganz normal ein paar Sachen. Oh, andersrum zum Putzen. Zum Badezimmer putzen und für die Toilette. Ich greife jetzt hier einfach random in die Tüte. Ich werde das jetzt hier nicht sortieren. Wattepads, ich benutze immer die kleinen, obwohl die großen besser werden. Aber ich habe halt nur die Form, also so eine Aufbewahrung für die kleinen. Dann meine Lieblings-Haarmaske aktuell, beziehungsweise auch schon seit einem Jahr. Bei Duschgel bin ich überhaupt nicht wählerisch. Da nehme ich einfach immer irgendeins. Am liebsten eigentlich halt gute Inhaltsstoffe. Am besten ohne Mikroplastik und vegan und so. Versuche ich schon eigentlich drauf zu achten. Dann habe ich mir wieder eine neue Zahnbürste mitgenommen und einen Sonnenschutz. Ihr müsst echt mal euch ein bisschen belesen. Da kam jetzt letztens so eine Stiftung Warentest Sonnencreme-Dings raus. Ich weiß nicht, die haben die Verpackung schon wieder geändert. Ja, welche gut sind und welche schlecht sind. Da sind auch ein paar teure dabei, die schlecht sind. Ja, ich brauche einfach mal wieder was Neues dann fürs Gesicht. Dann nehme ich die beiden auch immer mit. If you know, you know. Alles, was pink ist, muss ich irgendwie kaufen. Dann habe ich mir auch noch wieder neues Spülmittel mitgenommen und Micellenwasser. Das ist auch der beste Augen-Make-up-Entferner. Den habe ich euch auch nochmal mitgenommen für die nächste Verlosung dann. Genauso wie Augenpads, die mache ich eigentlich auch immer in Verlosungen rein. Dann habe ich nochmal neues Waschmittel geholt. Ich bin da wirklich sehr picky, was Gerüche angeht. Und nochmal so ein Wäschedesinfektionsding. Mache ich immer bei so Handtücher, Unterwäsche und alles mögliche dazu. Dann habe ich noch ganz viel Sonnencreme geholt. Ich glaube, die sind auch ganz gut abgeschnitten. Das sind diese Sundance-Dinger, einmal in 20 und in 50. Also ich benutze eigentlich immer 50er. Und ach, das andere habe ich jetzt nicht hier stehen. Ich habe zwei davon geholt, einmal das 30er davon. Und die haben jetzt auch, glaube ich, neu in 50er rausgebracht. Habe ich auch noch mitgenommen. Wattstäbchen eigentlich auch immer am Start. Dann nochmal so Augenpads. Und mein aktuelles Lieblingsshampoo. Und als letztes noch meine Zahnpasta, das ist gefühlt die einzige, die ich auch benutzen kann. Alles andere irgendwie, ich bin richtig picky, was sowas angeht. Und dann habe ich noch diese Mini-Kühlakkus gesehen. Mal gucken, kann man ganz gut einfach so in die Tasche dazu werfen. Vielleicht, wenn man so ins Freibad geht, einfach, I don't know. Dann habe ich mir auch so ein langes weißes Kleid aus der H&M Kinderabteilung geholt. Das hat jetzt, glaube ich, 15 Euro gekostet. Das ist die Größe 158, 164. Die hole ich eigentlich immer und denke mir danach, irgendwie ist es doch ein Ticken zu groß. I don't know. Könnte ich mir eigentlich auch denken bei meiner Größe, dass es ein Ticken zu groß ist immer. Vielleicht muss ich das nächste Mal einfach die kleinere bestellen. Aber ja, also es ist wirklich bodentief, bodenlang oder wie man das sagt. Und ich fand das eigentlich ganz süß, muss ich sagen. Also es ist natürlich wieder wie immer ein bisschen durchsichtig, aber wenn man da die passende Unterwäsche trägt, geht das eigentlich klar. Aber ja, ich fand es eigentlich ganz süß. Und dann habe ich mir auch endlich mal wieder neue Bettwäsche gekauft. Wirklich, meine ist so am Zerfleddern, weil ich die halt so oft wasche. Die sieht gefühlt beim Kauf schon zerfleddert aus. Deswegen kann das auf jeden Fall nicht so schnell irgendwie scheiße aussehen, glaube ich. Ich hoffe, das ist echt die Größe und die passende Größe. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr damit was anfangen könnt. Ich verlinke euch, wie gesagt, die Sachen auch eigentlich immer noch in der Infobox. Ich weiß nicht, was ich da jetzt noch groß zeigen soll. Es ist halt einfach weiße Bettwäsche mit so halt Rüschen außen dran. Ich glaube, ihr habt alle von dem Hailey Bieber Eis in L.A. mitbekommen. In dem Supermarkt Air One gibt es ja dieses Eis für 20 Dollar und ich dachte, wir probieren das jetzt einfach mal selber nachzumachen. Ich versuche das Ganze mit diesen 5 Zutaten zu machen. Ich habe einmal Kokosjoghurt und Erdbeerjoghurt eingefroren und da drauf kommen einfach Erdbeeren, ein bisschen Schokostückchen und Erdnussmus. Ich glaube, das könnte geil werden, oder? So can I fall in love?
Can't take the hint and give up. I've got it. Das Problem ist immer, wenn ich gleichzeitig was für TikTok mitfilme, dass ihr natürlich nicht den perfekten ersten Shot bekommt. Aber ja, so sieht das jetzt aus. Und ich habe das auch gerade schon probiert. Ich muss sagen, ich finde es okay. Schmeckt ganz nice, aber jetzt nicht ultra krass. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es nochmal mit was anderem machen sollen, was mehr nach Kokos schmeckt. Aber ich finde es schon sehr aufwendig für das, was es ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich die letzten Tage auch gar nicht so viel gemeldet. Ehrlich gesagt, 2 Tage jetzt gar nicht. Weil ich gestern mein Tagebuch bekommen habe und mir ging es so schlecht irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann mich wirklich nicht erinnern, das war bestimmt das letzte Mal vor 2 Jahren oder so, so schlimm. Ich hatte auf einmal so schlimm Schmerzen, auch die ganze Nacht. Ich lag die ganze Nacht heulend im Bett, sage ich euch ehrlich. Also, es war eine Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, warum das auf einmal so schlimm wurde. Vielleicht hat ja jemand von euch Erfahrung. Also, bei mir war das halt so, ich habe die Hormone abgesetzt vor 2 Jahren circa und dann wurden die Schmerzen sogar viel besser als vorher mit. Und ja, jetzt auf einmal wurde es richtig schlimm und ich habe halt auch immer richtig schlimme Schmerzen in den Beinen und auch im Rücken und so. Und das war gestern echt kaum auszuhalten. Ich habe mir gedacht, ich nehme mich dann einfach mal ein bisschen raus. Habe dann gestern mal einfach mal nicht so viel gemacht. Ich war auch einfach gar nicht in der Lage dazu. Und ja, heute habe ich den Umständen entsprechend versucht, ein bisschen weiterzumachen. So den Alltag. Ich habe ein bisschen länger geschlafen, so bis 10 circa. Ich bin halt erst um 2:30 so eingeschlafen. Normalerweise ist mein Wecker aktuell so auf 8.30 Uhr. Ja, mir ist halt jetzt sehr viel Zeit deswegen verloren gegangen. Aber ich denke mal so 1-2 Tage im Monat wegen der Periode ist das völlig okay und wichtig, auch mal auf den Körper zu hören und da ein bisschen Auszeit einfach zu nehmen. Und ja, ich hoffe, morgen kann ich einfach wieder ein bisschen durchstarten. Aber ich wollte den Vlog jetzt auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich finde, es waren echt ein paar coole Sachen wieder dabei. Ich liebe das einfach. Es ist so ein süßes Tagebuch auch für mich selber. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr einen Kommentar und ein Abo dalasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye!